König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Mein Name ist Dela und bei mir sind wie immer der wundervolle Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dela. Außerdem der großartige Flo. Guten Abend. Und der Serwin. Hallo. Hallo. Ja, du bist ein neuer Gast. Möchtest du kurz ein bisschen was zu dir erzählen, wer du bist, was du so veranstaltest in diesem Internet und in diesem Leben? Ja, das kann ich machen. Wer bin ich? Ich bin 32, so viel sage ich dazu. Wer mehr wissen will, kann auf Twitter folgen. Allerdings steht da was in einem angepinnten Tweet, was vielleicht da die eine oder andere Person abschrecken könnte. Ja, was mache ich so? Ich arbeite im öffentlichen Dienst. Ist vielleicht jetzt nicht so unbedingt King-nah. Och, zumindest das Absurditätslevel kommt schon der Sache nahe. Wie sieht's denn bei dir so aus mit King-Erfahrung? Bist du da ein bisschen drin oder haben wir dich jetzt das erste Mal in deinem Leben gezwungen, King zu lesen? Ich habe irgendwann mal hier euren Podcast mir angehört, ein oder zwei Folgen. Also das war es dann aber auch schon in Sachen King-Erfahrung. Mhm. Ist dann natürlich vielleicht für eine Kurzgeschichte noch in Ordnung. Ich glaube, für Romane wäre das eher ungeeignet. Ja, wir hatten auch schon Neulinge für Romane. Also das geht alles. Das ist nur eine Frage des Wollens. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass du dabei bist. Ja, über welche Geschichten wollen wir denn heute reden? Wir sind immer noch im Kabinett des Todes und wir besprechen heute LTs Theorie der Kuscheltiere, der Straßenvirus zieht nach Norden und Lunch im Gotham Café. Und Flo, du hast doch bestimmt eine zeitliche Einordnung für mich. Ja, ich wollte erstmal was zu den Hörbüchern erzählen, denn das ist diesmal gar nicht so einfach. Also wie gesagt, Deutsch gibt es ja kein offizielles Hörbuch hier zu dieser Sammlung. Und im Englischen gibt es auch nicht einfach das eine Hörbuch mit allen 14 Geschichten, sondern es gibt viele. Es gibt Everything's Eventual, die enthält 5 Geschichten und heißt so wie die Sammlung. Dann gibt es The Man in the Black Suit, 4 Geschichten. Es gibt Blood and Smoke, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, mit 3 Geschichten. Und es gab wohl mal auch ein Everything's Eventual Part 1 and 2. Was genau hier drin ist, ob das jeweils 7 Geschichten waren, weiß ich nicht. Und dann gibt es zu Riding the Bullet, also zu Achterbahn, und zu LTs Theorie der Kuscheltiere jeweils einzelne Hörbücher. LT ist dabei nochmal eine Besonderheit. Denn das ist eine Live-Lesung von King selbst. Und Riding the Bullet ist auch extra erschienen, weil diese Geschichte auch bevor es in dieser Sammlung erschienen ist, als eigenständige Novelle erschienen ist. Das Blut und Rauch haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, Blood and Smoke. Das war eine Sammlung, die 1999 exklusiv als Hörbuch erschienen ist damals. Das heißt, diese Geschichten waren vorher noch nirgendwo abgedruckt. Und die ist auch auf Deutsch erschienen, damals gelesen von Ulrich Bleitgen. Und tatsächlich ziemlich gut. Ja, auf jeden Fall. Mit Im Kabinett des Todes, 1408, und auch eine Geschichte, die wir heute behandeln, Lunch im Gotham Café. Im Original ist diese Sammlung übrigens auch von King selbst gelesen. Ich habe nur mal so ein bisschen was von King lesen gehört. Er macht es besser als andere Autoren, aber naja, er ist halt auch kein professioneller Leser. Mhm. Ja, dann fangen wir mal an mit LTs Theorie der Kuscheltiere. Das ist eine Geschichte, die ursprünglich im Jahr 1997 erschienen ist und ja, ursprünglich in dem Band Six Stories erschienen. Das war diese ganz limitierte Kurzgeschichtensammlung. Und viel mehr habe ich da auch gar nicht zu sagen. Dann sollte Jonas jetzt mal erzählen, worum es da geht. LT erzählt seinen Kollegen die Geschichte, wie ihn seine Frau verlassen hat. Seine Frau Lulu schenkte LT zum ersten Hochzeitstag einen Jack Russell Terrier.
Das Tier kommt allerdings nicht mit ihm zurecht und kotzt ihm zum Beispiel absichtlich in einen Pantoffel oder zerkaut die Vorhänge auf seiner Seite des Bettes. LT schenkt Lulu dann zum zweiten Hochzeitstag eine Siamkatze. Die wiederum ist total auf LT fixiert und straft Lulu mit Verachtung. Während die zwei Tiere zu viel Streit zwischen dem Ehepaar sorgen, kommen sie miteinander eigentlich ganz gut zurecht. Und das ist dann auch LTs Theorie. Wenn die Haustiere sich besser verstehen als ihre Besitzer, darf man sich nicht wundern, wenn die Beziehung zwischen den Besitzern irgendwann einmal in die Brüche geht. Ja, und so kommt es dann auch, dass Lulu nach 3 Jahren Ehe Frank einpackt und LT verlässt, um vorerst zu ihren Eltern zu ziehen. Dazu kommt es jedoch nicht. Ihr Wagen wurde am Straßenrand von Nevada aufgefunden. Das Innere ist voller Blut, allerdings kein menschliches, und in der Nähe des Wagens findet man den zerstückelten Hund. Und von Lulu fehlt jede Spur. Wunderbar, vielen Dank für die Zusammenfassung. Gerne. Ja, es ist eine merkwürdige Geschichte. Serwin, das war ja jetzt dein Einstieg und ich entschuldige mich dafür. Aber wie war denn so dein erster Eindruck? Mein erster Eindruck? Passiert hier auch noch was? Antwort nein. Flo, konntest du dich an die Geschichte noch erinnern? Ich an den Namen, aber an den Inhalt überhaupt nicht mehr. Ich nehme mich tatsächlich weder noch. Also ich hatte komplett die Existenz dieser Geschichte vergessen. Und nachdem ich sie jetzt gelesen habe, weiß ich auch wieder warum. Ja, mit dem Namen assoziiert man wahrscheinlich sowieso erstmal den Friedhof der Kuscheltiere oder sowas. Aber in die Richtung geht ja die Geschichte überhaupt nicht. Und es ist auch... Ich weiß, warum man die vergisst. Oder eher verdrängt. Also das ist ja wirklich was ganz Bizarres. Nee, das kann ich gar nicht sagen. Bizarr ist sie ja nicht mal. Wenn sie wenigstens bizarr wäre, wäre sie ja interessant. Aber sie ist halt weder nervig, noch hat sie irgendeine Form von Substanz, noch ist sie in irgendeiner Hinsicht ein bisschen abstrus oder auch nur interessant, noch kann ich mich ernsthaft darüber aufregen, weil sie einfach völlig egal ist. Ich finde sogar, die Geschichte ist schon schlecht, aber das, was dann King mit dem Vorwort macht, das ist nochmal was, weil ich habe diesmal mein Zitat aus dem Vorwort, ich lese es direkt mal vor. Diese Geschichte bringt die Leute zum Lachen und das mag ich. Noch mehr mag ich den Tonwechsel gegen Ende. Kein Humor mehr, sondern Trauer unter Entsetzen. Dieser Tonwechsel erwischt den Leser unerwartet und daher in wehrlosem Zustand und verleiht der Geschichte so eine stärkere emotionale Wirkung. Nein. Ja, danke. Dank diesem Vorwort, weil ich das gelesen habe, bin ich nicht mehr unerwartet. Also selbst dieser Kniff, den macht er kaputt. Ja, aber ganz ehrlich, also selbst wenn ich das Vorwort nicht gelesen hätte, dieser Wechsel in der Tonalität, der ist mir auch mit dem Wissen nicht aufgefallen. Nee, er ist mir nur deswegen tatsächlich aufgefallen. Ja. Zumal schon im ersten Satz ja gesagt wird, was mit der Frau passiert ist. Deswegen, ja, weiß man ja, was da ist. Ja, eben. Naja. Aber diese Krankheit mit den Vorworten, das hatten wir ja schon mal bei Menschenjagd. Könnt ihr euch erinnern, wie ich fürchterlich geflucht habe bei Menschenjagd, als er mir im Vorwort verrät, wie die Geschichte ausgeht? Nee, das habe ich vergessen. Du fluchst so oft, aber ich erinnere mich auch nicht mehr. Das war großartig. Da haben sie irgendwie eine neue Auflage gemacht von Menschenjagd. Und da war ein Vorwort drin, das sich nicht nur auf Menschenjagd bezog, sondern auf alle Bachmann-Bücher. Und deswegen war in diesem Vorwort eben das Ende von Menschenjagd beschrieben. Und da habe ich so gekotzt. Ich meine, ich kannte das Ende, so ist ja auch nicht. Aber was ist denn das für eine Frechheit? Ja, das ist gemein. Ja, aber da war doch ein Wechsel der Tonalität drin. Ja, ernsthaft? Findest du wirklich? Weil also ja, klar. Wir haben erst einmal was LT erzählt, als Binnenhandlung, sage ich mal. Und wir haben dann das, was der Gastgeber des Abends erzählt.
Und das ist schon etwas anders. So, nicht unbedingt von Satzbau und Struktur her, aber von dem gesamten Eindruck her, vorneweg ist es ja einfach nur ein, es ist absurd, wie diese Trennung ablief. Und an dem Punkt kommt ja eigentlich erst dann, mit dem Erzählerwechsel kommt doch eigentlich erst dieser, das Einzige, was an der Geschichte vielleicht Horror sein könnte. Ja. Das fand ich aber auch irgendwie sehr störend. Also diese ganze Axtmörder-Sache, die ja ganz zum Schluss reinkommt, das hat für mich nicht viel Sinn ergeben. Naja, ja, es hat für mich auch keinen Sinn ergeben. Und ja, natürlich hast du recht, dass wir diesen Erzählerwechsel haben. Aber die Tonalität wechselt für mich nicht von einer das ist alles so witzig Geschichte zu einer, oh mein Gott, ist das alles schlimm Geschichte, so wie es King im Vorwort eben andeutet, sondern das bleibt halt konsequent eine Blah-Geschichte. Das meine ich mit Tonalität, diese emotionale Tonalität, die fehlt mir. Ich glaube, dass schon ein Wechsel drin ist, aber ich fand die Geschichte ja auch einfach nur Blah. Und dann merkt man sowas nicht, weil von schlecht zu schlecht, das bleibt dann gleich. Mhm. Wenn das jetzt vorher wirklich eine hahaha, wie lustig Geschichte gewesen wäre und dann so ein Ende kommt, ja, ich würde es verstehen, aber der Effekt ist auch bei mir halt vollkommen vorbeigegangen. Naja, also dieses hahaha, wie lustig Geschichte, was du jetzt ansprichst, würde ich schon sagen, dass er das aber aus der Geschichte raus selbst nochmal mehr oder minder sich selbst zitiert. Weil lustig ist es ja immer dann, wenn LT diese Geschichte erzählt. Für die Arbeitskollegen erwartet immer schön die Lache ab. Das steht ja auch ausdrücklich immer wieder drin. Ja, aber dann... Das ist, als kriege ich die Regieanweisungen mit. Verstehst du, was ich meine? Wenn ich das auch das Gefühl hätte, dass für mich da jetzt so ein Bandlacher drauf sein müsste, dann könnte ich das akzeptieren. Aber so ist es halt nicht. Das ist, gut, das gilt ja mehr bei Filmen als bei Büchern, aber Show Don't Tell. Also genau. Erzähl es lustig und sag uns nicht, dass es lustig sein soll. Das ist für mich das Problem hier an der ganzen Sache. Die Frage ist, ist das gewollt? Ich bin mir nicht sicher, was er hier will. Richtig. Ich verstehe halt auch wirklich nicht, was er mir mit der ganzen Sache sagen will. Jetzt mal von der ganzen Stilistik abgesehen, rein inhaltlich begreife ich nicht, was er von mir will. Es wirkt immer so ein bisschen in dieser ganzen Geschichte wie, ich muss ein paar Seiten zusammenbringen. Wahrscheinlich, ja. Wie fandet ihr denn diesen Kniff mit den quasi diametral zugeordneten Haustieren? Das finde ich ja grundsätzlich ganz nett. Ich weiß nicht, ob ihr Haustiere habt und ob ihr da schon mal erlebt habt, wie das ist, wenn die eifersüchtig sind. Da habe ich mich tatsächlich schon wieder erkannt, weil ich das kenne, dass ich tatsächlich Haustiere hatten, die meinen entsprechenden jeweiligen Partner ums Verrecken nicht leiden konnten. Das war schon relativ nah an der Realität, was er da so beschreibt. Das fand ich witzig. Aber das hat halt der Geschichte an sich nicht geholfen. Ich finde, King hat kein Talent zu einem lustigen Autor. Es gibt, ich nehme jetzt als Beispiel mal John Grisham, der ja wirklich hier Thriller schreibt, aber er hat ja auch so 2-3 lustige Romane geschrieben. Diese eine Weihnachtsgeschichte, den Namen jetzt nicht einfällt zum Beispiel. Und da merkt man, ja, kann er auch. Ist jetzt nicht mein Genre, das also lese ich, okay. Aber ich finde, King hat da kein Talent zu. Mhm. Und, ja, mit den Haustieren, ich habe leider schon lange keins mehr, also ich muss selbst in meine Schuhe kotzen. Aber ich kenne das auch, dass Tiere sind halt auch in der Hinsicht wie Menschen, die suchen sich aus, wenn sie mögen. Und ich kenne Tiere, die manche Leute einfach nicht ausstehen können und sonst eigentlich alle mögen. Das finde ich lustig. Aber auch das hier, ja, das Konzept ist okay. Die Ausführung fand ich einfach nur blub. Was mich vor allem auch stört, ich weiß nicht, ob es euch da anders geht. King ist ja eigentlich gut darin, menschliche Beziehungen zu schreiben. Gut, er ist grauenhaft schlechte Liebesbeziehungen in jedem seiner Bücher, aber so zwischenmenschliche Beziehungen generell. Wir hatten in der letzten Folge zum Beispiel
die Geschichte mit den Fliegenfängern. So, das ist Jack Hamilton. Wie wunderschön gezeichnet da die Chemie zwischen den Charakteren war. Und das kam halt hier auch wieder für mich überhaupt nicht raus. Weder die Chemie zwischen ihm und der Frau, auch die kaputte Chemie meinetwegen, noch kam raus die Chemie, die er da so mit seinen Kumpels hat. Das hat an jeder Ecke hat das Ding versagt für mich. Todes Jack Hamilton, das war die Geschichte, wo ich sage, die vergesse ich sofort wieder, oder? Ja, genau. Weil ich erinnere mich überhaupt nicht mehr daran, was drin vorkam. Ja, aber ich gebe dir recht, es passt einfach nicht. Das ist keine gute Geschichte. Aber trotzdem hat sie Elemente drin, die durchaus interessant sind, sage ich mal. Zum Beispiel, was hatte ich denn hier gehuckt, zumindest ein bisschen? Also, wenn wir jetzt an den Haustieren sind, würde ich jetzt tatsächlich auch an der Stelle bleiben wollen. Komme ich jetzt mit einem Zitat einfach rein? Du kannst gerne Zitate werfen. Okay. Ich denke, wir haben beide unser Bestes versucht, Frank und ich, denn obwohl wir uns auf den Tod nicht leiden konnten, liebten wir beide Lulu Bell. Mhm. Ganz in dem Kontext, gleich mein zweites mit dazu, das gehört nämlich gleich im nächsten Satz, glaube ich. Ich denke, er hätte nach mir geschnappt und dann hätten wir uns in die Wolle gekriegt. Fast wie zwei Kerle, die mit demselben hübschen Mädchen zusammenleben. Ja, das ist dann die Sätze danach. Und ich habe mir dann nur gedacht, das ist ja die Frage, sind das jetzt die zwei Kerle, die da gegeneinander agieren? Oder ist das mehr ein Neid auf die Aufmerksamkeit, wie man es ja immer mal wieder hört, wenn ein Kind zur Welt kommt und der zeugende Elternteil da dann, neidisch aufs Kind wird, sage ich mal. Also aus eigener Erfahrung mit meinen Haustieren kann ich tatsächlich sagen, dass das, zumindest soweit ich das erlebt habe, schon immer mehr dieses, das sind zwei Kerle, die sich um dasselbe Mädchen streiten, Ding ist. Also dieses Aufmerksamkeitsding ist, glaube ich, selten in der Realität. Also das habe ich zumindest noch nicht erlebt. Ja, für mich war der Gedanke halt so über das Thema mehr oder minder Kinderersatz. Mhm. Aber ich glaube, das ist tatsächlich eher was jetzt in heutiger Zeit in den Kopf kommt. Das dürfte in der Zeit tatsächlich noch nicht so ausgeprägt gewesen sein. Das würde ich gar nicht mehr behaupten wollen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das war schon immer so, dass sich Menschen, die Ersatzbefriedigungen halt geholt haben, wie sie konnten, nicht? Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Also bin ich schon ganz bei dir. Und dann haben wir ja hier noch so einen Punkt drin, und da weiß ich auch nicht, wo er darauf hin wollte. Die Idee, dass der Hund ihr das Leben eventuell rettet und sie halt jetzt als Prostituierte irgendwo in einem anderen Bundesstaat eben doch lebt und arbeitet und so weiter. Da weiß ich auch nicht, worauf er da hinaus wollte. Nee, das ist wieder so ein Punkt. Die Geschichte ist uneben. Die hat Ausschläge in alle Richtungen und nichts ist wirklich vom Ton her richtig erzählt für mich. Okay. Schön fand ich hier tatsächlich noch den Satz, und den würde ich auch ganz gerne mal diskutieren. Frauen trauen Männertränen nicht. Sie sagen vielleicht etwas anderes, aber tief in ihrem Innersten trauen sie Männertränen nicht. Würdet ihr als in irgendeiner Form involvierte Menschen diesen Satz akzeptieren, zustimmen oder eher sagen, es ist Blödsinn? Ich würde sagen, das kommt auf den Mann an. Und auf die jeweilige individuelle Frau. Und auf die Art der Tränen. Wenn ich zum Beispiel Chili schneide und mir in den Augen reibe, würde ich mir auch nicht trauen. Ja, ich wäre noch an der Ebene mit dran. Was denn, wenn Frauen zusammen sind oder wenn zwei Männer zusammen sind? Das wäre ja dann auch nochmal eine Frage, die wir an dem Punkt vielleicht überlegen könnten. Ja, aber verstehe ich jetzt nicht. Wenn zwei Männer zusammen sind, ist ja die Frage nicht, ob Frauen Männertränen trauen. Dann ist ja nur die Frage, ob der Mann den Männertränen traut, dem anderen. Ja, aber die Frage geht doch da dann auf. Aber wenn wir über den Satz sprechen, Frauen trauen Männertränen nicht,
dann geht diese Frage doch automatisch auf. Trauen Frauen auch Frauentränen? Und was halten Männer davon? Also ich glaube tatsächlich, das ist für mich so ein Punkt, der hat eine tiefere Bedeutung. Weil das für mich als jetzt erstmal grundsätzlich einziges weiblich gelesenes Wesen in dieser Runde, ich würde tatsächlich sagen, ja, diesen Satz kann man gemeingültig definieren. Der ist unschön, aber ich glaube, da ist viel Wahres dran. Weil das halt so eine Grundannahme, so eine Selbstschutzgrundannahme ist, im Sinne von, ja, das ist eine Emotionsausdrückung, die entweder dazu dient, was anderes zu verschleiern und oder mich zu irgendwas zu bewegen und zu bringen. Das ist genau derselbe Vorwurf, wie Frauen immer gemacht wird, so sinngemäß, du hältst ja nur, damit ich das und das mache. Also ich glaube tatsächlich, Frauen trauen Frauentränen generell mehr als Männertränen. Wie es bei Männern mit Männern ist, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, Männer trauen Frauentränen auf jeden Fall eher als Frauen andersrum. Vermute ich auch. Wobei das wahrscheinlich echt sehr auf tatsächlich auf die einzelnen Leute ankommt. Aber für mich ist das halt eine politische Annahme. Versteht ihr, was ich meine? Ja, das ist halt ein Ding, was durch die, ja, ich sag mal, grundsätzliche Sozialisation in unserer Gesellschaft so geprägt ist. Es ist halt sinnlos binär, brauchen wir nicht drüber reden, auf jeden Fall. Aber eben unter dieser ganzen Implikation, die das hat, gerade mit diesem Gewaltkontext, den dieser Satz in dieser Geschichte hat, fand ich das tatsächlich interessant und diskussionswürdig. Ich überlege gerade, ob Männertränen, die da angesprochen sind, sich irgendwo in der Geschichte nochmal wiederfinden. Vielleicht nicht unbedingt als wortwörtliche Tränen, aber vielleicht irgendwo als... Ja, wie soll man das ausdrücken? Als andere Elemente, ja, wie beispielsweise, wo er über die Pantoffeln schimpft, die vollgekotzt sind, oder mit den Vorhängen das könnte sein, vielleicht. Nee, ich glaube, es ist das Ende der Geschichte. Sind die Tränen um seine verschwundene Frau echt oder hat er was mit ihrem Tod zu tun? Nee, darum geht's ja. Darum geht ja dieser ganze Satz. Aber das meine ich halt mit dieser Satz hat eine politische Dimension für mich. Aber ich wüsste jetzt keinen Spiegel in der Geschichte, Serwin. Anders wäre, wenn er jetzt in dieser Geschichte zum Beispiel, bleiben wir mal bei deinem Kindersatzgedankengang, wenn er sich jetzt darüber beschweren würde, nicht, dass der Hund sein Rivale ist, sondern dass er eben vernachlässigt wird. Dann würde ich das sehen, dass das eben wieder dieser Punkt ist, er jammert, um mehr Aufmerksamkeit zu kriegen, in Anführungsstrichen. Aber so sehe ich es jetzt in der Geschichte nicht drin. Ja, es sind halt so Gedanken, die da dann hier und da mal durch den Kopf gehen. Vollkommen richtig. Deswegen machen wir dieses lustige Format hier. Habt ihr inhaltlich hier noch was dazu zu sagen? Das würde mich wundern, weil es gibt keinen Inhalt, aber... Dafür haben wir doch schon lang drüber geredet. Eben. Gut, ich werte das als Nein. Habt ihr denn noch andere Zitate außer den bereits genannten? Nein. Ich habe auch keins mehr. Eines habe ich noch. Okay. Manchmal sagen Leute einfach Scheiß drauf und gehen davon. Ich glaube, das werden wir jetzt auch mit dieser Geschichte machen. Ich habe noch, die Therapeuten glauben an Gespräche, aber die meisten von ihnen sind entweder geschieden oder schwul. Nein, Schweigen ist der beste Freund der Ehe. Womit wir wieder beim Thema wären mit den Männertränen und wie ist es, genau, wenn die Geschlechterverhältnisse anders sind. Ich würde euch hier echt gerne was zur Symbolik erzählen, aber Leute, ganz ehrlich, nein. Es hat keinen Inhalt, was soll ich da jetzt irgendeine Symbolik reinkonstruieren? Natürlich, wie gesagt, wir haben hier diesen Aspekt mit dem Kinderersatz. Das ist ja ganz nett. Wir haben den Aspekt mit dieser diametralen Zuordnung. Wir haben den ganzen Punkt mit Unterwürfigkeit und Jetzt fallen mir nur Worte aus dem Kink ein. Dieser Unterschied zwischen Hunde, Devotismus und Katzen, die Brats sind. Teile der Hörerschaft könnten mir folgen, möglicherweise. Ja, man muss gar nicht so weit gehen. Die Ehe wird einfach beschrieben wie zwischen Hund und Katz.
Nur dass Hund und Katze sich in der Geschichte bedeutend besser miteinander verstehen. Die hätten heiraten sollen, da hätten wir uns viel erspart. Die genau. hätten heiraten sollen und hätten sich dann Hausmenschen halten müssen, oder wie? Habt ihr denn hierfür irgendwas schon mal gehört von Verwertungen? Wie gesagt, es gibt dieses Hörbuch und ansonsten nein. Dann bleibt mir, glaube ich, wirklich nur noch übrig, euch um eure Bewertungen zu bitten. Und ich würde sagen, Serwin, fang du mal an. Wir bewerten von 0 bis 19. 0 ist das Schlechteste, 19 das Beste. Ja, wenn ich so überlege, das waren 22, 25 Seiten oder was ich gelesen habe. Und wie haben wir so eben so schön festgestellt, es gibt keinen Inhalt. Also, lieb gemeinte 2 Punkte, aber mit Inhalt wäre halt Möglichkeiten da gewesen, da wesentlich mehr zu bringen. Okay, Jonas? Ja, ich gehe ein bisschen besser auf 3 Punkte, aber ja, mehr gibt die Geschichte einfach nicht her. Ich steigere mich auch wieder ein ganz kleines bisschen. Ich gebe 4 Punkte. Ja, die Geschichte gibt nichts her, aber sie regt mich halt auch nicht so auf wie zum Beispiel Sprengstoff. Sie ist nicht so absolut dämlich wie die Obstgeschichte. Sie ist einfach da und man kann sie Gott sei Dank auch einfach wieder vergessen. Ich muss mich da jetzt nicht wieder 3 Monate lang drüber ärgern, dass ich sie gelesen habe. Von daher 4 Punkte finde ich noch gerade so gerechtfertigt. Flo, du hast das letzte Mal. Ja, ich habe auch geguckt, welche Geschichten in dieser Sammlung vergleichbar wären. Das sind welche, die noch kommen. 4 Punkte würde ich auch sagen. Wir hatten tatsächlich schon Schlimmeres. Das ist dann das, wo man wirklich nur schreien möchte. Mhm. Ich erinnere mich an Regulator zum Beispiel, da habe ich auch geschrien. Oder Sprengstoff. Oh Gott, Sprengstoff war schlecht. Ja, aber 4 Punkte mehr gibt es hier nicht von mir. Okay. Gut, wenn ihr keine Ergänzungen habt, würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Geschichte. Der Straßenvirus zieht nach Norden. Ja, The Road Virus Heads North ist eine Geschichte aus dem Jahr 1999 und ja, diese Geschichte ist ursprünglich in der Sammlung 999 New Tales of Horror and Suspense von Cemetery Dance erschienen. Das ist so ein kleiner Verlag, den es mittlerweile auch in Deutschland gibt, die schöne limitierte Bücher rausbringen. Und es gab da noch weitere Ausgaben, da brauche ich jetzt nicht groß drauf einzugehen. Tatsächlich wurde die Geschichte aber in der Kategorie Short Story für den British Fantasy Society Award nominiert. Und ob das gerechtfertigt ist, werden wir jetzt diskutieren. Und Jonas, wohin zieht der Straßenvirus? Der zieht nach Norden. Ui. Der Horrorautor Richard Kinnell entdeckt bei einer Haushaltsauflösung ein faszinierendes Bild von einem jungen Mann in einem Sportwagen mit spitz zulaufenden Zähnen. Also der Mann, nicht der Sportwagen. Angeblich das letzte verbliebene Werk des Künstlers, der alle anderen Bilder verbrannt und anschließend sich selbst erhängt hat. Der Titel steht auf der Rückseite, der Straßenvirus zieht nach Norden. Kurzerhand kauft Richard das Bild und fährt weiter Richtung Derry, wo er wohnt. Er macht noch einen Zwischenstopp bei seiner Tante, die furchtbar erschrocken ist von diesem Bild. Und auch Richard ist ein bisschen verwundert, weil das Bild scheint sich verändert zu haben. Der Arm ist ein bisschen gedreht, man sieht eine Tätowierung und das Grinsen scheint breiter zu sein. Ja, Richard fährt dann weiter und hat ein ungutes Gefühl. An einer Raststätte schaut er sich das Bild noch einmal an und diesmal steht der Wagen nicht mehr in Boston, wo er die ganze Zeit war, sondern in Rosewood, wo diese Haushaltsauflösung stattfand. Ja, Richard bekommt dann Angst und wirft das Bild einen Abhang hinunter und sieht dann auch, wie das Glas zersplittert und fährt weiter. Zu Hause angekommen, findet er dann das Bild in seiner Diele hängend vor. Darauf zu sehen, eben jene Haushaltsauflösung und die Verkäuferin des Werks allerdings geköpft. Und die Nachrichten, die er dann durchsucht, bestätigen auch diesen Tod und auch, dass dieser Wagen vor Ort gewesen ist. Ja, Richard verbrennt dann das Bild im Kamin und geht duschen. Und letztendlich kommt jedoch der Mann mit dem der Mann aus dem Gemälde auch bei Richard zu Hause an. Ja, das ist auch nur logisch, denn
dort hängt das Bild in seinem Schlafzimmer und wartet auf ihn. Wunderbar, vielen Dank für die Zusammenfassung. Und ich muss sagen, ich mochte die Geschichte. So ganz generell von der Grundidee her, von der Art, wie sie geschrieben ist. Wie ging es euch damit? Ich habe, bevor ich da mit irgendwas mit der Einordnung anfange, habe ich eine Frage dazu. Mhm. Hat King das als King geschrieben und veröffentlicht ursprünglich oder unter irgendeinem Alter Ego? Das war King als King. Okay. Warum hattest du den Verdacht, das wäre ein Bachmann? Nicht mal unbedingt auf einen konkreten Namen hin, aber aufgrund dessen, wie das Vorwort geschrieben war, hatte ich überlegt, weil da das drinsteht mit dem realen Besitz von diesem Bild, ob da irgendwie nochmal so eine fiktionale Ebene zusätzlich reinkommt. Deswegen die Frage. Ja, okay. Ja, zu dem Zeit hat King, glaube ich, die Experimente mit seinen alter Egos abgeschlossen. Glücklicherweise. Für mich ist das hier eine klassische EC-Horror-Geschichte. Mhm. Und das gefällt mir. Also es ist wirklich, es ist jetzt nicht besonders anspruchsvoll oder so, aber es macht Spaß. Also ich mochte die Geschichte auch. Jonas? Ja, das geht mir ziemlich ähnlich. Es war eine nette Geschichte, es passiert nicht viel, aber halt schön ist, das Ende ist auch ein bisschen offen, wie es sich für eine Kurzgeschichte gehört, und doch, damit kann ich leben. Ich mag halt sehr diese Idee mit den Geschichten über Bilder. Das macht King ja nun schon ein paar Mal jetzt. Und ich finde das hier tatsächlich richtig geil umgesetzt, weil vor allem hier sehr viel so mit Lichtspielerei und Lichtmalerei gespielt wird. Mit blutergussfarbenem Himmel und so Noir-Optik und so. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Okay, das ist mir an der Stelle so überhaupt nicht aufgefallen, aber es hat sich tatsächlich gut lesen lassen. Es war nicht ewig langweilig, wie unsere Geschichte von gerade eben mit unserem Haustier-Ehe oder wie auch immer. Was aber tatsächlich an der Geschichte mich am Anfang etwas irritiert hat, war, dass wir tatsächlich 10 Seiten brauchen, bis da die Handlung anfängt. Und im Nachhinein weiß ich nicht mal, was in den 10 Seiten drin stand, bis er da auf dem Hausflohmarkt steht. Und aus dem Grund bin ich froh, dass dann der Rest der Geschichte ziemlich schnell und eigentlich auch schnörkellos erzählt wird, weil er echt manchmal so die Eigenschaft hat, Dinge in die Länge zu ziehen und sehr weitschweifig zu erzählen. Und gerade bei Kurzgeschichten kann das dann sehr anstrengend sein. Ich sehe es auch so, der Anfang war ein bisschen lang, aber wenn er dann mal so richtig reinkommt, dann ist man auch gut durchgerutscht. Das stimmt. Flo, wie stehst du zu der Idee, dass das nicht nur eine Derby-Geschichte ist, sondern auch eine Tongeschichte? Naja, wir hatten ja das Bild und das war eine Turmgeschichte, also irgendwie. Das Bild an sich könnte ein Turmelement sein. Es sind für mich mehrere Elemente. Erstens, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass unser lustiger Straßenvirus, dass unser lustiger Straßenvirus eine Inkarnation von Fleck oder vom Schwarzen Mann ist. Das ist schon mal Punkt 1. Weil, obwohl man ihn nicht beschreibt, hört man seine gute Laune. Und ich sehe die staubigen Cowboy-Stiefel. Das ist für mich Fleck, aber 1:1. Ja, ich glaube nicht, dass es Fleck ist, aber ich denke, dass es auf jeden Fall diese Art von Figur ist. Ich glaube, das ist eher so ein... wie hießen diese... So ein Henchman aus The Stand oder sowas. Ja, so einer der bekloppten... die Fleck folgen, aber die Verbindung habe ich auch gesehen. Aber es ist, ich weiß auch nicht, ich könnte euch nicht erklären, warum es funktioniert hat, aber ich habe die ganze Zeit
diesen Menschen in dem Bild gefangirl. Genauso wie ich halt Fleck fangirl, ne? Weil Fleck halt einfach cool ist und toll und super und ich mag Fleck. Und weil Fleck immer gute Laune hat in seinem Wahnsinn. Und ich habe unseren Straßenvirus die ganze Zeit fröhlich pfeifen hören. Der hat voll Spaß an seiner Arbeit. Ich mag den. Ja, Menschen, die Spaß an ihrer Arbeit haben, die sind immer ein bisschen merkwürdig, aber ja, es ist schön. Es macht Spaß, ihm dabei zuzugucken, wie er nach Norden fährt. Und alles, was auf seinem Weg liegt, umbringt. Genau. Naja, aber er bringt ja nicht nur irgendwas um, sondern er bringt ja, oder er will ja, diesen Autoren umbringen. Und das ist für mich die zweite Verbindung zum Turm, ohne jetzt das weiter ausführen zu wollen. Aber ich glaube, hier hatten wir so die erste Idee für das, was noch kommen mag. Ja, reden wir dann in ein paar Folgen drüber. Also, was mich an der Geschichte tatsächlich ein bisschen noch im Weiteren irritiert hat, war einfach aufgrund dieser Aussage ein Bild, das ich selbst besitze, die da am Anfang irgendwo drin steht. Und dann einfach dieses, ich habe das Bild entsorgt. Ich denke mal, das ist an irgendeinem Punkt auch wieder autobiografisch ein Stück weit. Und es ist dann doch wieder da und es ist die Zerstörung und es ist hinterher wieder da. Also das ist tatsächlich. Und dann natürlich das Ding mit dem Feuer, ne? These. Dieses Bild steht für Kings Suchtproblematik. Ah. Ist nur eine Theorie, aber würde passen. Ja, stimmt. Das ist halt auch sowas, ja. Er tut immer wieder dagegen ankämpfen, er besiegt es immer wieder und dann passiert irgendeine Scheiße, zum Beispiel dieser Autounfall, der ihn halt wieder dazu zwingt, dass er eben wieder schmerzmittelabhängig und so weiter wird. Wobei die Geschichte, glaube ich, ursprünglich vor dem Unfall rausgekommen ist. Ja, aber er ist ja trotzdem immer rückfallgefährdet in irgendeinem Rum, warum auch immer. Was auch erklären würde, warum er nach längerer Zeit wieder mal ein Auto als Hauptfigur hat. Genau. Ja. Wie findet ihr denn so diese Grundideen mit den sich verändernden Bildern? Das haben wir ja, und hier nehme ich gleich mal ein paar Querverweise mit weg. Einerseits natürlich in das Bild Rose Matter. Das haben wir aber zum Beispiel auch in Zeitraffer. Und zumindest so ein Bild inspiriert, das hat sich aber nicht selber geändert, war ja das Haus in der Maple Street. Aber vor allem bei Zeitraffer und bei Bild Rose Matter haben sich ja tatsächlich die Bilder aktiv verändert. Und ich finde das eine wahnsinnig geile Idee. Ich finde das in erster Linie eine geile Idee, weil ich mich erinnern kann, dass ich als Kind Hexen gesehen habe. Kennt ihr diesen Film noch? Ja. Nein. Das ist ja mit Cher, oder? Cher und diverse andere. Ich guck mal gleich nach. Auf jeden Fall ist das ein Film, den habe ich als Kind gesehen und fand den wahnsinnig gruselig. Weil diese Hexen halten Menschen, soweit ich mich erinnere, in diese Bilder, also in gemalte Bilder einsterben können. Und diese Menschen, die da drin eingesperrt sind, laufen dann tatsächlich de facto in dem Bild rum. Und das war für mich als Kind eine derartig schlimme, gruselige Vorstellung, dass das ein Trope ist, der bei mir immer noch funktioniert. Ja, es klingt interessant. Es war Angelica Houston, nicht Cher. Oh, Tatsache. Ja, ich hätte es jetzt mal auch gesagt. Und wir reden natürlich über die 1990er-Verfilmung, nicht das Remake von 2020. Oh Gott, das wusste ich nicht, dass es das gab. Oh Gott, wir reden nie wieder darüber. Okay. Ja, naja, auf jeden Fall große Empfehlung. Das ist ein, also zumindest für mein Hirn war das ein toller Film. Ich habe den seit 30 Jahren nicht mehr gesehen, aber damals war er gut. Ja, wie gefällt euch denn die Idee so mit diesen sich selber verändernden Bildern? Löst das in euch irgendwas aus oder ist das für euch... Naja, im ersten Moment natürlich schon. Aber so im zweiten Moment, beziehungsweise eine Nacht drüber schlafen, da ist das... Da ist das Motiv, verändert sich an der Stelle tatsächlich. Das ist auch vom Wortbau her gerade sehr amüsant gewesen. einfach dieses Motiv vom veränderlichen Bild. Ich meine, wenn wir jetzt sagen, es ist die Suchtproblematik oder könnte sie sein, klar, eine Sucht verändert sich auch immer wieder mit dem, beziehungsweise die Wahrnehmung verändert sich mit dem Zustand seit dem letzten Konsum. Ich formuliere es mal so, anschwillen, abschwillen. Aber was ich halt an dem
veränderlichen Bild als Motiv auch noch sehe, ist, er ist ja nicht der Einzige, der das Motiv nutzt. Das ist, es taucht ja immer mal wieder auf. Mein erster Gedanke war tatsächlich der Tagesprophet bei Harry Potter. Ja. Und auch da ist es ja erstmal kein Vorteil, abgebildet zu sein. Ja, und generell, jetzt kommen wir ein bisschen in die Symbolik-Ecke gleich mit rein, diese Idee, dass Abbildungen in irgendeiner Form einen Teil von Substanz wegnehmen können, das ist ja tatsächlich auch im Volksaberglaube ein Ding. Oder das ist ja auch ein Ding im Sinne von Religion, im Sinne von Abbildungsverbot und solche Sachen. Das ist schon ein Ding, das in der menschlichen Gesamtpsyche in der einen oder anderen Form drin ist. Deswegen wundert mich das jetzt nicht wirklich, dass das ein wiederkehrendes Trope ist. Ja, das ist dieses Bilder stehlen die Seele. Das kennt man ja aus vielen Geschichten. Aber was ich hier auch noch interessant finde, ist eben diese Verbindung von die Bilder verändern auch die Realität. Und das stimmt ja sogar auf quantenphysikalischer Ebene. Also Teilchen, die beobachtet werden, verhalten sich anders als Teilchen, die nicht beobachtet werden. Und ja, das ist eigentlich eine Thematik, die ich ziemlich cool finde. Und ich bin mir nicht sicher, ob es... Ich habe irgendwie im Kopf, im Turm würde uns auch noch so ein bisschen was... Ja, ich krieg's aber nicht mehr zusammen. Da kommt uns aber auch noch sowas irgendwann entgegen. Ach, stimmt. Ja, genau. Siehst du? Ja, kommen wir noch zu. Ich mag diesen Podcast, wenn ich bloß so Stichworte werfen brauche und sofort... Naja, egal. Und Jonas sitzt da und denkt, hä? Ja, so ungefähr. Nein, aber... ich muss halt wirklich sagen, diese Idee, dass dieses Bild auf einmal sich selber wieder aufhängt und sowas, das hat mich genervt. Dass das Bild nicht zerstörbar ist, okay, das kann ich akzeptieren. Aber dass es sich tatsächlich irgendwie plötzlich auf einmal in dieser Wohnung wiederfindet, widerspricht sich für mich. Weil wenn dieses Bild sich selbst in irgendeiner Form bewegen, reproduzieren, was auch immer könnte, würde es ja nicht darauf angewiesen sein, zum Beispiel auf diesem Flohmarkt verkauft zu werden oder was auch immer. Ich fände das schöner, wenn das eben tatsächlich ein erstmal hilfloses Ding ist, das in irgendeiner Form Menschen manipulieren muss, um ihm zu helfen. Also bei Zeitraffer wird es ja zum Beispiel ausgelöst durch das Klicken der Kamera. Und hier ist es halt, mich stört das, dass das Bild sich selber bewegen kann in irgendeiner Form. Also nicht das Bild im Bild, sondern das physikalische Bilderrahmenbild. Aber dadurch, dass der Schöpfer des Werks sich dem Besitz entzogen hat, ich formuliere es mal so, hat er ja das Eigentum aufgegeben und das Bild musste ja erstmal darauf warten, dass ein neuer Eigentümer sich findet. Und das ist ja mit dem Flohmarkt passiert. Der Flohmarkt hat ja seine Funktion verloren und in dem Moment, wo dieser Funktionsverlust offensichtlich wird, dadurch, dass das Bild einen Eigentümer hat und aktiv wird, in dem Moment kommt das ja, dass die Nachbarin, die da dann die Auflösung, Hausauflösung, Wohnungsauflösung verantwortet hat, wo die dann umkommt. Ja, okay, das ist ein Punkt, ja, das kann ich akzeptieren. Dass das so ein Affenpfoten-Ding ist, ja. Ja, okay. Und der Maler ist für mich auch so eine ganz klassische Lovecraft-Anleihe. Wir haben so den Künstler, der vielleicht anhand seiner Kunst wahnsinnig wird, also so ein Pigman oder sowas. Mhm. Und ist ja auch einfach ein ganz klassisches Motiv, das ich cool finde. Du erschaffst etwas, das dich in den Wahnsinn treibt, das dich überrollt. Ist ja auch so eigentlich eine Menschheitsangst. Mhm. Die Technik, die wir schaffen, die uns selbst vernichtet. Nur das Ganze hier halt ja im Sinne der Kunst. Und ich glaube, das ist auch was ich King zutrauen würde, dass er irgendwie
Angst hat, von seiner eigenen Kunst irgendwann mal überrollt zu werden. Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ja gut, aber es ist ja nicht der Schöpfer, der hier überrollt wird. Also, der wird vorher schon überrollt davon, ja, klar. Was ich aber hier jetzt auch noch sehe, ist so ein Ding, der Werther-Effekt, so ein Ausstrahlungseffekt, dann auf Kinell, dass der dann auch davon, ja, ich sag mal, infiziert wird. Wenn wir sagen, der Virus fährt nach Norden, dann ne, passt das mit dem Infizieren ganz gut. Und sich da dann entsprechend auch dann wie King literarisch entsprechend ausdrücken wird. Naja, was mich halt jetzt stört, ist, wie lest ihr denn das Ende oder wie lest ihr denn die Motivation dieses Straußenvirus? Will er ihn umbringen oder will er ihn ins Bild holen oder was will er machen? Weil wenn wir dabei bleiben, Serwin, was du gemeint hattest, wegen den Eigentumsverhältnissen, dann macht es ja keinen Sinn, wenn er ihn jetzt umbringt, weil dann braucht er ja wieder einen neuen Eigentümer, das macht ja keinen Spaß. Und der andere hat sich der Sache ja entzogen aktiv. Der wurde ja nicht vom Bild umgebracht. Ja, will denn der Straßenvirus Kinell umbringen? Nee, das frage ich euch ja gerade, weil wie ihr die Motivation lest. Was hat er vor? Also die Motivation dazu habe ich nicht rausgelesen. Klar, es ist diese Bedrohlichkeit, die da rauskommt. Das ist offensichtlich. Aber wirklich eine Motivation, den Tod zu bringen, das ist eher wie so ein Wirt. Ja, genau das, wenn wir jetzt diese Virus wirklich wörtlich nehmen, braucht er ihn, um sich weiter fortzupflanzen. Also ich bin nicht sicher, ob er ihn wirklich umbringen wird, weil die Geschichte endet ja auch offen. Eventuell treibt er ihn auch in den Wahnsinn und verbreitet so die Geschichte und das Bild und den Virus weiter, sodass er zum nächsten oder zu den nächsten Personen gehen kann. Womit wir wieder beim Werther-Effekt wären. Genau. Jonas, hast du eine Theorie? Nein. Ich bin recht froh, dass es offen gelassen ist, weil da kann halt jetzt alles passieren. Und es gibt so viele Möglichkeiten, da möchte ich mich nicht festlegen. Ich möchte dabei bleiben, dass das für mich eine Turmgeschichte ist. Und deswegen bin ich der Meinung, er möchte ihn nicht umbringen, er möchte ihn in das Bild reinziehen. Weil es gibt andere Welten als diese. Und diese Welt ist vielleicht ein bisschen leer. Genauso wie der Buick zum Beispiel, ja, die Menschen auch in seine Welt reinlockt. Als Tor oder als Tür. Dass dieses Bild eben ihn quasi, sobald es ihn erwischt und erreicht, ihn mit in diese Bildwelt zieht. Ist auch eine unbewiesene Theorie, aber passt für mich ins Gefühl. Wollen wir kurz zu den Zitaten kommen, die für mich eben gleich wieder die Querverbindungen mit untermauern? Ich würde tatsächlich an der Stelle noch mal kurz bleiben, ja. Aber es wäre tatsächlich schon ein Zitat, was ich da dann auch bringe. Also, es ist ziemlich am Ende, ich glaube, einer von den letzten Sätzen, als der Straßenvirus da dann im Haus ist und die Stufen hochsteigt, Kinell wusste das einfach. Er war schließlich ein Mann mit Fantasie. Er brauchte niemanden, der ihm eine Zeichnung machte. Ich glaube, das sagt ziemlich klar, dass das Thema mit der Verbreitung, mit dem Wirt an der Stelle deutlich wird. Ich habe, der Himmel hinter ihm war eine blutergussfarbene Masse, verschiedener Gelb- und Grautöne, die von rosaroten Adern durchzogen wurde. Der junge Mann hatte dünnes blondes Haar, das ihm in die niedrige Stirn fiel. Er grinste und hinter seinen geöffneten Lippen kamen Zähne zum Vorschein, die keine normalen Zähne waren, sondern regelrechte Reißzähne. Und diese Beschreibung von dem Himmel kennen wir aus Turmwelten, dieses blutergussfarbene. Die blonden Haare kennen wir von The Stand, die kennen wir von Fleck. Das Grinsen kennen wir und die Reißzähne kennen wir auch. Das ist für mich der Mann in Schwarz, beziehungsweise ein Diener des Scharlachroten Königs. Und er möchte gerne neue Spezies haben. So lese ich die ganze Geschichte. Ja.
Ich widerspreche dir nicht. In einem Esquire-Heft vom vergangenen Jahr hatte Bradley Simmons seine Rezension von Nightmare City mit dem Satz begonnen. Richard Kinnell, der so schreibt, wie Jeffrey Dahmer kocht, hat einen neuerlichen Anfall impulsiven Erbrechens erlitten. Seinem jüngst erschienenen Auswurfbrocken hat er den Titel Nightmare City gegeben. Ja, ist auch schön. Hey, Jonas, hast du noch was? Ja, er steckte den Schlüssel ins Schloss, drehte ihn um und tippte 3817 ein, um den Warnton des Einbruchsalarms auszuschalten. Das finde ich deswegen interessant, weil 3817 hat die Quersumme 19. Dankeschön. Ja, haben wir denn noch andere Verknüpfungen? Ich meine, außer Derry, das wir ja schon kennen. Und ja, wie gesagt, die Bilder haben wir ja schon genannt. Genau, die 19 und die Orte, in denen er, durch die er in Nebraska, also Omaha, Nebraska, Boston, Newburyport und Revere, sind alles Orte in Massachusetts, die auch alle in die 10 Uhr Leute vorkommen. Ah, okay, das ist lustig. Dann und damit haben wir wieder die Verbindung zu den Rauchergeschichten. Das finde genau. Ich niedlich. Und es gibt auch ein paar Verwertungen hierzu. Es gibt, das ist jetzt wieder etwas komplizierter, in der Serie Nightmares and Dreamscapes, die ja auch so eine Kurzgeschichten-Anthologieserie ist, gibt es eine Episode mit dem Titel Im Kabinett des Todes, die wiederum aber eine Verfilmung von The Road Virus Heads North ist. Die Geschichte hält sich ja zu großen Teilen so an die Ursprungselemente der Geschichte. Er findet aber ein paar Sachen dazu. Also Kinnell ist hier, erfährt hier am Anfang der Geschichte, dass er bald sterben wird, dass er schwer krank ist. Und die ganze Erzählung läuft dann darauf hinaus, dass der Straßenvirus mehr so die Repräsentation von Kinnells Furcht vor dem Tod ist. Gibt aber auch ein paar nette Elemente, die auch der Geschichte ganz gut getan hätten. Zum Beispiel bellt jeder Hund, dem er begegnet, das Bild an. No. Ja. Und die Besetzung mit Oscar-prämierten Tom Berenger und Marsha Mason ist jetzt auch gar nicht so schlecht, aber naja, die ganze Serie ist eher kann man gucken, muss man nicht. Weiterhin natürlich das Hörbuch, wie schon erwähnt. Und es gibt auch eine Comic-Fassung dieser Geschichte, die in der Sammlung The Secretary of Dreams enthalten ist. Ja, Symbolik auch hier. Ich glaube, was man zur Symbolik sagen kann, haben wir schon erwähnt, oder? Fällt euch ergänzend ja. Feuer, Feuer, Feuer. Na dann sprich. Also, ich finde es sehr amüsant. Tante Trudi hat ja empfohlen, eine Zerstörung im Fluss. Er soll es in den Fluss werfen. Er hat dann ja erst den Abhang runtergeworfen. Das hat ja mal so überhaupt nicht funktioniert. Da ist es dann ja sogar gewandert. Und dann hat das im Kamin verbrannt. Was ja tatsächlich dem Geschehen der anderen Werke des Schöpfers entspricht. Dass das auch nicht funktioniert hat, ist dann das eine. Ich finde aber diesen Gedanken an die Hexenverbrennung an der Stelle vielleicht gar nicht mal verkehrt. Weil wenn wir jetzt davon sprechen, Angst vor dem Tod oder Angst vor der Sucht oder ähnliche Sachen, generell diese Angst, da kommen wir an dem Thema tatsächlich auch wieder so ein Stück weit hin vielleicht. Interessanter Punkt. Interessanter, was mir gerade einfällt in deiner Ausführung, ist die Idee mit dem Wasser. Weil zum Beispiel im Vampirglauben ist ja so, dass fließende Gewässer nicht überquert werden können. Deswegen hat sie wahrscheinlich einen Punkt, wenn sie sagt, schmeiß das Ding in Wasser. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, aber das Ding hat das Wasser ja überquert, wenn auch in seinem Auto. Ja. Ja gut, aber es war ja im Kofferraum geschützt. Genau. Bin ich überzeugt. Also die Idee wäre jetzt von meiner Seite gewesen, wenn das Bild im Wasser ist, kann er sich innerhalb des Wassers, er kann dann nicht nach rechts oder nach links ausbrechen. Das will ich damit sagen. Ja doch, kann ja wieder, wenn es im Wasser ist, kann es zu der Seite zurück, wo es hergekommen ist. Das kann es ja nur nicht überqueren. Und kann sich ins Meer spülen lassen, da an Land wackeln, nicht. Ja, aber es hätte ihm Zeit gebracht, deutlich mehr. Ja, aber da hätte er wieder umdrehen müssen. Und, ja. Ja, okay. Aber ja, auf jeden Fall symbolisch ist da durchaus auch was drin, ja. Gut,
Dann würde ich sagen, haben wir alles. Habt ihr noch andere Zitate außer denen, die wir schon hatten? Nein, oder? Nein. Nee, keine mehr. Okay. Dann bleibt mir nur noch, euch um eure Bewertungen zu bitten. Und ich würde sagen, Flo, du fängst an. Ja, ich mag die Geschichte tatsächlich. Also, sie ist für mich eine der bisher besten, die wir aus dieser Sammlung hatten. Und ich gebe, wie gesagt, der Anfang ist vielleicht ein bisschen lang. Ich gebe 13 Punkte. Wunderbar, vielen Dank. Ich würde mich tatsächlich sogar noch ein bisschen gesteigert anschließen. Ich mag die Geschichte, für mich ist es eine Fleck-Geschichte. Ich bin Fleck-Fangirl, ich gebe 14 von 19 Punkten. Alleine eben wegen dieser ganzen Lichtmalerei und den ganzen Noir-Effekten und so. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dass ich es eben wirklich fröhlich pfeifen höre, obwohl es mir gar nicht gesagt wird, dass ich es hören soll. Das finde ich großartig. Jonas? Ich gehe noch ein bisschen besser, ich gebe 15 Punkte. Ui, okay. Zoe? Also ihr hattet dann der Geschichte ganz schön viel Spaß, muss ich sagen. Ich meine, es war auf jeden Fall bedeutend besser als die erste, die wir heute Abend hatten, das ist klar. Aber auf 13 bis 15 komme ich tatsächlich dann nicht. 11 oder 12 wäre dann eher so meine Kategorie. Ich würde mal sagen 12. Okay, weil wir brauchen feste Zahlen für die Statistik. Ja, ich sag ja 12. Mhm. Wenn ihr keine Ergänzungen mehr habt, würde ich sagen, kommen wir zur letzten Geschichte des heutigen Tages. Lunch im Gotham Café. Ja, Lunch at the Gotham Café ist vermutlich so um 1995 entstanden. Zumindest ist da die Geschichte das erste Mal veröffentlicht worden in einer Sammlung mit dem Titel Dark Love. King hat die Geschichte danach aber nochmal ja, von Grund auf verändert und hat sie in dem limitierten Band Six Stories 1997 dann auch selbst veröffentlicht. Und ja, dann kam das Jahr 1999 und da kam sie zum ersten Mal dann für den Massenmarkt raus in Blood and Smoke in dieser Hörbuchkollektion. Und dann endlich im Jahr 2002 in dieser Kurzgeschichtensammlung. Die deutsche Übersetzung, und ich habe sie leider nicht auftreiben können, sonst hätte ich mal verglichen, wie das jetzt das Original zu jetzt aussieht, ist 1996 in einer Sammlung Schwingen der Finsternis herausgekommen. Jonas, hast du eine Inhaltszusammenfassung für uns? Steve Davis ist mit seiner noch Frau Diane und ihrem jeweiligen Scheidungsanwalt zum Lunch verabredet. Nur, dass Steves Anwalt kurzfristig nicht erscheinen kann. Da in dem Restaurant dreht dann ein Kellner durch und tötet den Anwalt. Steve und Diane können sich gerade noch so durch die Küche retten und anschließend streiten sich die beiden und gehen auseinander. Ja. Danke für die Zusammenfassung. Ich hätte es auch nicht besser machen können, ich verstehe die Geschichte nicht. Was möchte dieser Blödsinn mir sagen? Bitte klärt mich auf. Dass es schwer ist, beim Rauchen aufzuhören. Und das habe ich noch nicht bei der Inhaltsangabe untergebracht, irgendwie. Willst du sagen, es muss immer erst jemand sterben, damit das mit dem Rauchen aufhören funktioniert? In manchen Fällen der Raucher. Also, ob der Anwalt geraucht hat, wissen wir nicht. Ja, es herrscht, glaube ich, gerade generell eine Stille in unser aller Hirn, oder? Ja, das ist ein komisches Ding. Also, sagen wir mal so, ich fand die Geschichte auch vom Ton her unausgegoren, aber nicht so schlimm wie die Kuscheltiere. Trotzdem weiß ich nicht, was er damit erzählen wollte, genau. Da würde ich dir komplett widersprechen schon wieder. Das ist auch nicht gewöhnt. Ja, das ist ja auch die Aufgabe dieses Podcasts. Aber für mich hat die Geschichte noch viel, viel schlechter funktioniert, weil hier für mich die Zeit, das Zeitgefühl überhaupt gar nicht hingehauen hat. Dieser ständige Wechsel zwischen es ist ruhig, dann wird es wieder fürchterlich hektisch, dann ist es wieder ruhig, dann ist es wieder ganz, ganz schrecklich konfus und hektisch. Konnte ich überhaupt nicht leiden. Die hat mich voll gestresst, die Geschichte. Ja, die große Frage ist, was will er eigentlich hier erzählen? Man denkt erst so, ja, das ist dieser Zerfall einer Ehe. Gut, das hat er auch bei Kuscheltiere versucht. Dann die Sache hier mit dem Rauchen, die Scheidung. Okay, das kann man alles noch akzeptieren. Aber dann dieser Amoklauf, der
Ich weiß auch nicht. Ich meine, wahrscheinlich kommen die aus dem Nichts, aber es hat für mich nicht zusammengepasst. Es war dann so teilweise richtig slapstickhaft, dann wieder Splatter-Szenen, dann wieder Drama, also ganz komische Mischung. Weißt du, was meine? Ich fand die Geschichte, während ich sie gelesen habe. Ich muss übrigens dazu sagen, natürlich habe ich auch die Geschichte schon 100 Mal vorher gelesen und 100 Mal vergessen, also ich konnte mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Als ich die Geschichte gelesen habe, hatte ich tatsächlich die Hoffnung, wäre die so ausgegangen, wie ich vermutet habe, dass sie ausgeht, hätte das alles einen Sinn ergeben. Weil dann wäre es nämlich so gewesen, dass er in seiner ganzen Manie und in seiner ganzen Gefühlsumwickelung und Gedöns quasi er derjenige ist, der Amok läuft in diesem Café und quasi nur denkt, dass dieser Kellner derjenige ist, der das verursacht. Genauso wie er halt jede Mitschuld am Scheitern seiner Ehe verleugnet, unbewusst. Und dann hätte das für mich alles insgesamt ein rundes Bild ergeben. Aber das ist halt nicht so. Ja. Ja, ich sehe tatsächlich noch zwei Punkte, die da vielleicht mitspielen. Zum einen ist ja einmal diese Aussage, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Diane diesen Kellner beauftragt hat, diese Nummer so abzuziehen. Das ist jetzt nicht der Wortlaut definitiv, aber in die Richtung gibt es da eine Aussage. Und zum anderen ist es dann dieser, wie sie draußen sind, auf der Straße, nachdem sie aus der Küche raus sind, dieser, ja, Dialog. Du hast mich dort drinnen in den Arsch getreten, sagte ich. Du hast mich in den Arsch getreten und mich damit fast umgebracht, uns beide umgebracht. Ich verstehe dich einfach nicht, Diane. Ich wollte dich seit 14 Monaten in den Arsch treten, sagte sie. Wenn es um die Erfüllung unserer Träume geht, können wir uns den Zeitpunkt nicht immer aussuchen. Ja, aber was hast du daraus mitgenommen? Was hat das für dich für eine Aussage? Für mich bleibt das weiter komplett außer Kontext. Also. Ja, es ist tatsächlich beides ein bisschen schwierig in den Kontext reinzubringen. Das erste fällt tatsächlich voll in diese Kategorie rein, der Zerfall einer Ehe. Mhm. Das lässt sich nicht bestreiten. Aber es ist dann auch wieder dieses Thema, das Hinterlistige, was da dann mitspielt. Hinterlist, ich weiß jetzt nicht, hat King sich irgendwann mal scheiden lassen? Nein. Okay, dann ist es schon mal keine autobiografische Trennung. Dann ist es vielleicht eher so ein, entweder in die Richtung Manipulation irgendwas, oder wir sind tatsächlich schon wieder beim Thema Dinge, die ihn verfolgen. Wie jetzt an der Stelle, er liebt Diane. Er geht ja auch nur deswegen ohne seinen Anwalt hin, weil er sie unbedingt sehen will. Und es tut ihm aber nicht gut. Nicht mal wegen Diane, sondern weil da Dinge außenrum passieren. Vielleicht irgendwie ein unguter Kontakt oder sowas. In die Richtung könnte man diesen ersten Punkt denken. Und dann das Thema mit dem, wenn es um die Erfüllung unserer Träume geht, können wir uns den Zeitpunkt nicht immer aussuchen. Könnte jetzt in viele Richtungen deuten. Kommt drauf an, was da für ein Traum erfüllt wird. An der Stelle wäre es jetzt dann vielleicht der Kontakt ohne die dranhängenden Probleme. Hat bestimmt alles einen Punkt, ich sehe ihn bloß nicht. Ich würde hier auch sogar so ein bisschen, was wir in der letzten Geschichte hatten, so ein bisschen eine Suchtgeschichte reininterpretieren. Ich meine, sie ist ja mit den Zigaretten ohnehin da. Mhm. Aber auch die Scheidung oder die Trennung als Analogie dazu sehen. Also man trennt sich von etwas, man muss sich von etwas trennen, was man eigentlich behalten möchte. Ja, das ja. Aber vor allem auch noch dieser Punkt, man braucht einen größeren Schmerz, um einen gewohnten Schmerz abzulösen.
Also einerseits, er kommt halt von dieser Diane nicht los, auch wenn er weiß, es ist scheiße und es tut ihm nicht gut und all das. Aber er liebt sie ja trotzdem und er kommt nicht davon weg. Und der erste Moment, wo er schnallt, dass das eben doch echt ernsthaft scheiße ist, ist, indem eben in diesem Café alles in die Binsen geht und sie das auch noch befördert. Das heißt, dieser größere Schmerz, dieser Moment der Angst, um das eigene Leben zu haben, der überdeckt dann diese gewöhnlichen Schmerzen und bringt einen und zwingt einen dazu, umzudenken. Kann ich verstehen. Wobei ich auch denke, wir interpretieren gerade wieder sehr viel in die Geschichte rein. Ja, weil ich Sendezeitblock kriegen muss. Genau. Ich hatte auch noch eine andere Sache im Kopf, das wäre aber wirklich so viel reininterpretiert, dass Steven und der Oberkellner, dass das einfach verschiedene Persönlichkeiten sind. Aber das wäre tatsächlich, ich glaube, das würde zu weit gehen. Naja, das grenzt ja an der Theorie, die ich am Anfang geäußert habe. Dieses, eigentlich läuft er amok, aber er tut es eben Projektion auf diese Kellnerfigur. Ja gut, da wären wir dann beim Thema mit der gespaltenen Persönlichkeit. Genau. Die eine Persönlichkeit will diese Beziehung, will diesen Kontakt, zu wem auch immer da jetzt konkret, das ist ja erstmal tatsächlich egal. Und die andere Persönlichkeit ist halt die, die das aktiv zerstört. Oder man muss ja sagen, irgendwo steht ja auch was drin, der Kellner nässt sich ein. Dass es da vielleicht dann echt auch wieder diese Suchtsache ist. Der nässt sich eine, er ist, wenn ich es richtig im Kopf hatte, oder wenn ich es richtig im Kopf habe, war da auch irgendwas mit Alkohol noch, auch beim Kellner, nicht nur bei dem Anwalt. Also, es liegt nicht fern. Naja, aber also ganz ehrlich, ich glaube, alles, was wir hier reinlesen, lesen wir rein aus purer Verzweiflung, weil einfach nichts da ist. Ich glaube auch. Habt ihr noch was, was ihr dazu sagen wollt? Weil ansonsten würde ich das Elend beenden. Beende das Elend. Okay, wie sieht's denn hier aus mit Verwertungen? Tja, es soll wohl mal ein Theaterstück geben, aber ich glaube, diese Meldung ist schon älter. Ich glaube nicht, dass da noch was kommt. 2004 entstand ein Dollar Baby zu dieser Geschichte. Also King verkauft ja die Rechte für Kurzgeschichten an Studenten, an Filmstudenten, für $1 unter Auflagen. Und da gibt es wohl dann einen Film. Oh ja, und ansonsten, was ich nicht verstehen kann, die Geschichte hat im Jahr 1995 den Bram Stoker Award in der Kategorie Superior Achievement in Long Fiction gewonnen. Also ich verstehe nicht mal das Long Fiction und auch Superior würde ich jetzt auch sagen, okay. Kann es sein, dass dieser Bram Stoker Award einfach nur furchtbar schlechte Geschichten von King immer wählt? Nein, er wählt gerne allgemein ganz fürchterlich schlechte Geschichten. Okay. Also die Vergabe verstehe ich bei diesem Award tatsächlich zu 70% der Jahre nicht. In allen Kategorien nicht. Oder ist es sowas wie die Goldene Himbeere? Oder ich weiß nicht. kommt mir sehr seltsam vor. Die meinen das schon ernst, aber sie liegen sehr oft falsch. Ich habe das leider bei vielen Preisverleihungen, wo ich das denke. Also, es hat was von Schläferz für Literatur, ja? Ja. Gelegentlich, ja. Querverbindungen, muss ich ehrlich sein, sehe ich hier keine. Außer halt wieder dieser ganze Punkt mit den Zigaretten, den wir ja auch durch Schwarz 08 haben, den wir bei Kabinett des Todes haben. Und wie ist die vierte Geschichte? Ich muss es suchen, mir fällt es auch nicht ein. Oh nein, es sind nur drei. Gut, dann ist es kein Wunder, dass ich keine mehr habe. Nee, aber ansonsten fällt euch noch irgendeine Querverbindung ein? Mir ist nichts mehr aufgefallen. Nur aus dem Werk Kings heraus. Wohin? Das Augenmotiv ist irgendwo mal mit drin. Mhm. Ich suche gerade in meinen Notizen. Das ist, als Steve reingeht in das Café. Da sieht er, als er an den Tisch kommt, in Dianes Augen den Hass, die Abneigung. Das ist ja etwas, was tatsächlich in der Form üblich ist,
Ich weiß auch nicht, ob ich das überinterpretiere, aber es hat mich sehr an den Sandmann von E.T.A. Hoffmann erinnert. Oh Gott, das ist, also ja, aber oh Gott, das ist eine interessante Querverbindung. Würde ich dir jetzt nicht in Abrede stellen, aber wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Auch ja, kann ich akzeptieren. Es gibt noch eine mögliche Querverbindung zum Turm, die aber nicht in der deutschen Übersetzung drin ist. Aha. In der deutschen Übersetzung schreit der Kellner nämlich Üh, was keinen Sinn ergibt. Im Original schreit er Und dieser Schrei ist auch vom Scharlachroten König zu hören oder auch von Sunlight Gardner in Der Talisman. Und vielleicht ist das eine Querverbindung, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur, er ist auf der Taste eingeschlafen, aber irgend sowas ist es vielleicht. Habt ihr hierfür Zitate? Ich sag's gleich, ich habe keine. Ich auch nicht. No. Sorry? Naja, also Zitate, es sind zwar ein paar lustige Sätze drin, aber jetzt keine, die irgendwie relevant wären. Dann haben wir eigentlich an alles gedacht, oder? Dann bleibt nur noch die Bewertung. Und ich würde anfangen und ich muss sagen, sie nervt mich. Sie stresst mich, sie nervt mich, sie ist doof. Deswegen muss ich noch weniger geben als bei der ersten Geschichte. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich bei der ersten Geschichte gegeben habe. 4. Und dann gebe ich hier 3 Punkte. Weil sie mich stresst. Sie nervt mich und sie stresst mich. Jonas? Ich fand sie echt nicht gut. Ich gebe 2 Punkte. Okay. Zoe? Ich formuliere es mal so. Die Geschichte hier hatte Handlung. Das war in der ersten in der Form nicht gegeben. Von daher bin ich zumindest mal bei 8 Punkten. Okay, und Flo, du hast das letzte Wort. Ich fand sie besser als die erste Geschichte, muss ich schon sagen. Auch sehr uneben und ja, ich weiß nicht, worauf er hinaus will, aber ich würde doch 7 Punkte geben. Okay, das ist lustig, dass wir da tatsächlich so auseinandergehen, aber ja, gut, dann haben wir es eigentlich, oder? In ja. diesem Sinne würde ich behaupten, wir sind durch. Ich bedanke mich ganz sehr bei dir, Serwin. Kein Problem. Außerdem bei dir, wundervoller Jonas. Ja, sehr gerne. Und selbstverständlich auch bei dir, lieber Flo. Es war mir wieder eine Ehre, Dela. Und ich bedanke mich bei euch, liebe Hörer und Hörerinnenschaft. Es war mir wie immer eine Ehre, mit und für euch zu podcasten. Wenn ihr mit uns sprechen möchtet, könnt ihr das gern tun. Ihr guckt einfach in unsere Leseliste, welche Bücher uns noch bevorstehen. Und meldet euch entweder über Twitter oder über die üblichen Kanäle. Wir sind gerne für euch erreichbar. Technisch braucht ihr nichts weiter, nur irgendwie ein Mikrofon oder Headset oder irgendwas. Und Teamspeak. Und ansonsten, wenn ihr die Bücher nicht habt, über die ihr mit uns reden wollt, ist das kein Problem. Dann sagt uns rechtzeitig Bescheid. Wir würden dann dafür sorgen, dass ihr mit der Quellenlage versorgt seid. Ansonsten gibt es, glaube ich, erstmal nichts weiter zu sagen. Wir hören uns demnächst wieder zu einer neuen Folge weiterhin aus dem Kabinett des Todes. Und bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.